Willkommen bei der Albenrevue. Heute möchte ich auf ein Album verweisen, das aus Japan kommt. Vasilisk war das avantgardistische Projekt von Kuwahara Tomo, Nagoshi Yukio und Kuwahara Chiaki. Ihre Musik wurde oft als tribaler Underground bezeichnet und in der Tat stellt ursprüngliche Musik aus Afrika und Asien den stärksten Einfluss dar. 1987 erschien auf Vinyl ihr Debütalbum Whirling Dervishes, gefolgt 1988 von Makwaju und 1989 von Aqua. Diese CD mit dem Titel Liberation and Ecstasy kam ein Jahr später in 1990 heraus. Es war einerseits ihr Debüt auf CD, doch zugleich eine Art Best of Ferment der drei genannten Vinylscheiben. Das Album beginnt mit dem minimalistischen und wunderschönen Thorn. Das nächste Stück zeigt dann deutlich, dass die Musik von Vasilisk nicht alleine dasteht, sondern sich zumindest bei einzelnen Tracks einordnen lässt. Sie hat stilistische Berührungspunkte zu anderen Musikprojekten. Ein Vergleich könnte zum Beispiel zu der Ambient-Legende Oyukai Conjugate gezogen werden. Doch auch Hunting Lodge oder Zone kommen in den Sinn. Gerade der zweite Track, Awakening, nähert sich von derselben Atmosphäre. Ambient ist auf diesem Album ohnehin omnipräsent. Liberation and Ecstasy könnte man als ein Instrumentalalbum bezeichnen. Doch eigentlich tauchen allerlei Stimmen auf, wie auf dem dritten Track. Doch die Band hatte stets eine gewisse Abneigung gegen Liedertexte, gegen Lyrics, sodass alle Stimmen eher Melodiephrasen sind, die ohne Worte auskommen. Die Musik ist stark dem Mystizismus und Sufismus verbunden und das macht zum Beispiel der vierte Track Secret Dance deutlich. Obwohl es nicht ganz richtig wäre, das Album als Ambient einzuordnen, wäre es auch kein Fehler, es im Regal dahin zu stellen, wo die anderen Ambient-CDs stehen. Vasilisk ist an dieser Stelle auch eine dankbare Quelle für den einen oder anderen Ambient-Mix. Doch es gibt hier auch Musik, die tiefer in die Richtung von ethnografischer Musik geht, mit intensiven Percussion-Themen. Doch in letzter Instanz ist Vasilisk vor allem eine experimentelle Gruppe. Das wird bei einem Track wie Taksim deutlich oder The Core of Africa, wo starke Elemente von Musik konkret und sogar industrial auftauchen. Die abschließenden zwei Stücke Aqua und das 20 Minuten lange Whirling Dervishes demonstrieren am besten die Handschrift dieses interessanten und sicherlich eigenwilligen Musikprojekts. Hier scheut man sich auch nicht davor, eine dichte, Synthesizer-lastige Atmosphäre zu erschaffen. Das hier ist also ein durchaus interessantes Album, das ich mir nicht so oft in einem Stück anhöre, wie ich es vielleicht sollte, doch es ist eine großartige Quelle bei der Erstellung von allerlei Playlists, sei es im Bereich von Tribal, Ambient oder Dark Ambient. Das Album erschien damals mit einem faltbaren Mini-Poster, das ein hinduistisches Motiv zeigt und auf der Rückseite all die bereits gezeigten Angaben hat. Ganz im Underground-Stil handschriftlich erstellt. Ich gebe hier 3,5 Sterne, eine extrem originelle und überwiegend angenehme CD für all jene, die sich gerne auf akustische Entdeckungsreisen in andere Dimensionen und andere Zeitepochen begeben. Augenscheinlich ist diese CD extrem komplementär für den Einsatz von Cannabis oder gar psychedelischen Substanzen, ungeachtet dessen, ob dies von Musikern nun so beabsichtigt wurde oder nicht. Und nicht vergessen, Bewertungssysteme mit Sternen sind in ihrem innersten Kern außerordentlich idiotisch. Wir tun es trotzdem, nun weil wir Idioten sind. Und damit verlasse ich dich nun. Das war Liberation and Ecstasy von Vasilisk aus dem Jahr 1990. Bis zum nächsten Mal.